Meinetwegen, ne? Stillleben in Rot. Nur weil die Beute schon erlegt ist, also still ist, ne? Sich nicht bewegt. Und durch das ganze Blut ist das Ganze halt rot. Irgendwo verständlich. Ein bisschen. Naja. Ei du. Wo bleibt sie denn? Wo steckt diese Marisa nur bloß wieder? Ah, ich habe keine Lust mehr zu warten. Und da geht sie einfach. Und wetten, das ist Marisa? Oh. Ups. Bist du auch hier, um Raoul zu treffen? Oh. Also wirklich, dieser Raoul? Selbst männliche Fans hat er in Scharen. Was für ein Star? Ups, nee, Moment. Wenn ich Nein sage. Ist doch besser so. Dein Besuch hätte ihn sicherlich nicht erfreut. Sehr freundlich. Blöde Kuh. Sie sind also immer noch nicht zurück. Ohne sie ist es hier so unheimlich still. Wie konnte ich sie nur alle zurücklassen? Es ist schon so spät, was Lilly wohl jetzt macht. Was kann ich tun? Der Klang dieser Glocke. Da ist wohl gerade eine Vorführung im Theaterviertel zu Ende gegangen. Kann ich irgendetwas für euch tun? Ich will mir ein bisschen die Beine vertreten. Nun tröstlich, Prinzessin, aber seine Exzellenz, der Großherzog, gab eigens die Anweisung, euch dies nicht zu gestatten. Da in Kürze das alljährliche Jagdfestival abgehalten wird, haben sich Besucher aus aller Herren Länder in Lindblum eingefunden. Und sicherlich befinden sich unter diesen auch einige Halunken und Diebe, die im Schutz der Massen ihrem schmutzigen Handwerk nachgehen wollen. Außerdem weiß im Moment nur ein ausgewählter Personenkreis über eure Anwesenheit Bescheid, Prinzessin. Es dient nur zu eurer eigenen Sicherheit, Prinzessin, also bitte verlasst für eine Weile das Schloss nicht. Ich verstehe. So ein Mist. Nein. Ich kann hier nicht einfach so herumsitzen. So erreiche ich gar nichts. Ich bin nicht nach Lindblum gekommen, um mich dann wie ein kleines Kind behüten zu lassen. Alles, was ich will, ist Mutter helfen. Ach, die arme Lilly. Die arme Lilly. Naja. So ist es halt. Da bist du ja. Hurra, er ist wieder da. Also, dann gib mal einen Bericht ab. Schließlich gehören wir auch zur Tante los. Hä? Ja, Onkel Bark sagte nämlich, klar, wenn ihr auch einen feinen Schatz findet, dann nehme ich euch in die Bande auf. Gahaha. Ja, sieh mal her. Rakadus Flügel. Das ist aber echt ein feiner Schatz. Alle Achtung. Jetzt gehören wir zur Bande. Juhu. Und, verlief der Einsatz nach Plan? Ja, mehr oder weniger. Prinzessin Garnet ist jedenfalls im Schloss. Tantalus versagt ihn nie. Und? Schon was am Laufen mit der Prinzessin? Ja, genau. Hast du schon eine Verabredung mit ihr? Naja, irgendwie ist sie ziemlich beschäftigt und da hat sie keine Zeit für mich. Nein, sie fühlt sich sicher auch einsam ohne dich. Ja, bestimmt. Vielleicht gehst du sie mal besuchen. Ich drück dir beide Daumen. Ja, alles Gute. Die Kleinen haben recht. Außerdem würde ich gern wissen, ob sie schon mit Sid gesprochen hat. Ja, bevor wir das machen, rauben wir aber mal die Tantalus aus. Weil wir es können. So, ein paar Gil. Und wir hier noch mehr Gil. Okay. Warum denn auch nicht? Kann ich da drüben nicht hin? Doch. Nee. Na gut. Haben wir hier sonst noch irgendwo irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir hier mal hoch.
Mini Bromissia erhalten. So. Eine der Sammelfiguren, von denen wir ja vorhin gelesen hatten. So, Bark und Co. Ja genau, wie geht's denn denen? Schauen wir mal vorbei. Batschi! Oh, wieder zum Leben erwacht, Ziffix. Aber als sie der Verwunschene wollt, plötzlich vor Steiner dort, doch, dies war's dann gewesen. Aber zum Glück haben wir den Trampelpfort gefunden, Ziffix. Ein Blank, der auf diesen kleinen Quellfluss gestoßen ist, bevor er sie dann die Karte gebracht hat und so. Und was jetzt, Chef? Wir können Blank nicht einfach und so. Ich weiß schon. Erstmal sollen die anderen, die noch am Flussufer sind, von diesem Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen. Tina, geh sie holen. Und was Blank betrifft... Es ist wohl besser, wenn wir die Versteinerung des Waldes nicht aufheben. Ist das denn ernst und so? Damit wir uns richtig verstehen. Wenn es um die Rettung eines Kameraden geht, ist es mir schnurzpiep egal, was mit mir oder weiß der Nebel wem passiert. Dann... Ich will nur sagen, dass Blank sich sicher keine Rettung wünscht, indem wir den ganzen verdammten Wald mit all seinen Drecksviechern wieder zum Leben erwecken. Noch wieder war und so. Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen einen Weg finden, einzig und allein Blanks Versteinerung aufzuheben. Noch ist es nicht zu spät. Auf jeden Fall sollten wir alles tun, was in unserer Macht steht. Verstanden und so. Tja. Sag mal, Zinna, was machst du da eigentlich? Mit dem Quellwasser kann ich sicher gut Kaffee kochen. Ich suche nur noch gerade mein Bunzam. Du weißt, was mit denen passiert. Nicht unverzüglich den Befehl des Chefs ausführen. Und na, euch nur das nicht. Ich hole auch gleich die anderen. Ja. Ach so was. Ich bin mir sicher, dass wir uns hier treffen wollten. Ah, das ist Marisa. Okay. I see. Naja. Gibt's hier was umsonst? Oder warum stehen die da so an? Ah. Gedenkbühne zu Ehren Penelope Fugaz. Mit Ich, der kleine Chocobo, spielten sie sich in ihre Herzen und mit Renmogri Renn 2 wird sie die Theatergruppe Salvica erneut in ihren Bann ziehen. So. Raoul Bridges in der Rolle des Ubobo. Bitte nicht drängeln. Hey, wer bist du denn? Na dann, sperrt mal die Lausche auf. Ich bin sie dann. Mitglied der bekanntesten und berüchtigsten Räuberbande des ganzen Kontinents. Schon mal gehört von dem? Nö, wer soll das sein? Stürzt nicht im Weg rum, klar? Ist ja gut. Wir wollen endlich Raoul sehen. Wo ist Raoul? Wie lange willst du uns denn noch hinhalten? Ich bitte noch etwas um Geduld. Raoul wird gleich hier sein. Raoul! Hallo, Fans! Ah! Was für ein Kurzbrocken. Thank you for eure Treue, meine treuen Fans. Ich werde eure Liebe nie vergessen. See you all again!
Autsch. Kann nichts sehen. Danke, dass Sie sich heute Ren Mogul Ren 2 angesehen haben, Jupo. Verschwende, du dicker, fetter Mogri. Wir sind nur gekommen, um Raoul zu sehen. Hey, du bist doch Raoul. No, du hast mich nicht gesehen. Aber... Da kann er mir richtig leid tun. Weiß ja selber, wie das ist, wenn einem die Mädels in Scharen hinterherlaufen. Ach, du oller Angeber, sie dann. Du oller Angeber. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Na denn. Wollen wir doch mal einen guten Marco runter. Na, guck mal, wer hier steht. Ah, das ist doch der von vorhin. Splitter dich, du hast mich nicht gesehen. Let me go. Hier, ich gebe dir doch was dafür. Ein Autogramm erhalten. Ja, super. Danke, dass man sich auf die... danke, auf dich kann man sich immer verlassen, Marco. Thank you. Es kann doch so nicht weitergehen. Jeden Tag verstecke ich dich hier. So kriege ich mein Bild nie fertig. Deine Bilder sind sowieso no good. Vielleicht solltest du was anderes versuchen. Lass uns beide große Stars werden. Kunst kann man auch auf der Bühne ausdrucken. Wechsel bloß nicht meine Kunst mit deinem Laientheater. Wenn du fertig bist, dann geh bitte wieder. Yo. Word. Ah. Ein Mogri-Kostüm. Yay. Haben wir das jetzt hier auch gefunden. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Okay. Dann sind wir hier soweit fertig. Dann gibt es hier nichts weiter. Und wir wollen doch mal ins Industriegebiet. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwas zu tun gab. Oder zu holen. Hm. Naja. So. Hier irgendwas Interessantes. Nö, nö, nö. Was hast du zu sagen? Lufttaxen sind unser Lebenswerk. Unser ganzer Stolz. Wenn du einen schlägst, dann zieh bitte die Schuhe aus. Was? Nein. Definitiv nicht. Was zum Teufel? Denkt der sich, denkt der, wer der ist? Ein Lederarmreifen. Okay. Sehr gut. Der, den wir vorhin beim Schmieden verballert haben. Jetzt hin um. Ich bin mit meinem Laden ab jetzt auf dem Feigerplatz im Einkaufsviertel zu finden. Ladenbesitzer Dagobert. Ja, perfekt. Warum gibt es unter den Ingenieuren nur so viele verschrobene Exzentriker? Und, was findest du besser? Vorne. Nein, das ist absoluter Unsinn. Hinten ist wesentlich effizienter. Wenn der Antrieb vorne im Luftschiff ist, ist die Gewichtsverteilung vielleicht besser, aber die Leistung sinkt beträchtlich. Da hinten? Ich sehe schon, du hast Ahnung. Die meisten glauben mir ja nicht, alles Banausen. Bringt man den Antrieb hinten im Luftschiff an, dann wird seine Leistung viel besser umgesetzt. Aha. Naja. Das ist schon was Einmaliges hier. Also aus Stahlbeton bekommt man jedenfalls in keiner anderen Stadt zu sehen. Tja, noch nicht. Ich denke, das wird sich durchsetzen. Shit, der Achter, auf den die Nebelantriebe zurückgehen. Er hat eine Katze als Haustier. Und da er das Vorbild aller Ingenieure ist, halten wir uns auch alle eine Katze. Super. Menü des Tages, Hölleneintopf. Gibt es nur bei uns, Kneipe zum Rechtsspruch. Uäh, was ist das? Was war bloß in diesem Topf da? Okay. Hm.
Klingt ja interessant. Ey, na? Oh, bitte entschuldigt. Aber Helden, dein Topf ist leider aus. Mist. Tsch, welche Erfrischung. Nam, nam, nam. Luftschiff, Tageblatt. Tagesblatt. Hildegard 2 wird nicht fertig. Die Arbeit mit einem neuen Luftschiff Hildegard 2, das vollständig ohne Nebel betrieben werden kann, wurden vorübergehend eingestellt, da technische Probleme aufgetreten sind. Nu, warum? Mach doch nicht sowas. Hallo, Zidane, du kommst ja genau richtig. Ich habe dir wieder ein neues Rezept aus Baldowat und du darfst der Erste sein, der es probiert. Ein andermal, ich bin gerade völlig satt. Schade, wirklich schade. Ja, ja. Sie ist so besessen von ihrem Gurkenstand. Sie hat überhaupt keine Augen für mich. Wenn sie zwischen mir und den Gurken wählen müsste. Ich denke, sie würde die Gurken nehmen. Ja. Nach der Arbeit gebe ich mir jeden Abend die Kante. Okay. Ob das so gesund ist? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Naja. Wie auch immer. Haben wir hier hinten noch so. Hi. Du, hör mal. Wenn ich mal groß bin, dann werde ich auch ein Ingenieur. Und dann baue ich ein riesen Luftschiff, mit dem alle irgendwo hin zum Spielen fliegen können. Laputa. Mensch. Wo habe ich den Namen schon mal gehört? Weißt du, was das hier ist? Kannst du es glauben? Der Prototyp des neuen Dampfantriebs. Aber mit diesem Antrieb wird es im Haus immer so ekelhaft schwül. Ja. Seh doch nur, ich bin vom Schwitzen völlig abgemagert. Ja, abgemagert. Mein schon nettes Haus so ohne Mimikkarte. Nett. Hier haben wir eine Zipfelmütze, auch nett. Jo, schönes Zeug, was wir hier so klauen können. Nur gut, dass wir so skrupellos sind. Den Leuten einfach alles klauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Naja. Okay. Haben wir hier tatsächlich noch ein bisschen was Interessantes bekommen? Finde ich schön. Da geht's nicht großartig weiter. Gut. Dann geht's für uns jetzt auf zurück zum Schloss. Und dann gucken wir doch mal, was wir hier so antreffen werden. Na, oberhalb der Treppe ist nur der Ausstieg möglich. Aha. Na gut. Meinetwegen. So. Ah ja, und hier sind wir jetzt am Luftschiffhanger. I see. Hallo. Also da hinten, das sind die Luftschiffdocks, ja genau. Und der Lufthaxenbahnhof, jawohl. Ja. Ja, schon gehört. Diesem alten Frachter, der aus Alexandria kam, meine ich. Man sagt, da soll ein hammerhübsches Mädel an Bord gewesen sein. Ja, das stimmt. Hallo, du. Hier könnt ihr mit ausdrücklicher Erlaubnis deiner Exzellenz passieren. Mist. Okay, dann müssen wir halt hier lang. So ist das. So. Der pennt. Okay. Unbefugten ist der Zutritt hier verboten. Bin befugt.
Bestimmt. Hm. Dang it. Na gut. Dann wollen wir hier mal rein. Hey, Steiner. Was liegt an, Steiner? Ja, steckst du vielleicht wieder dahinter? Sag mir sofort, wenn du Prinzessin ist. Mach erst mal halblang. Ich bin doch gerade erst zur Tür rein. Jedenfalls ist die Prinzessin nicht hier. Und das, obwohl ich sie gebeten hatte, in diesem Zimmer zu bleiben. Ein Grund auszurasten. Macht wohl irgendwo draußen einen Spaziergang oder so. Welch leichtsinnige Unvorsicht. Schon auf der Reise nach Lindblum war die Prinzessin unzähligen Gefahren ausgesetzt. Und nun auch noch ein Spaziergang in dieser riesigen fremden Stadt. Noch dazu alleine. Wenn ihr etwas zustoßen sollte. Aber mit dir kann man sich sowieso nicht vernünftig unterhalten. Ich werde die Prinzessin also selbst suchen gehen.